Hey, wie ein Komödiant. Hey, wie ein ganz besonders netten Onkel. Strijam für jou hilfst, wertvolls arraft ihr. Ich könnte ja eine Gesellschaft ganz allein um die Uhr in die Tour bringen. Hockeret ein Ochtert, die Fertinas liegt. Er war sehr stark deutsch-national. Hier wir ja tief national und wir extrem. Fringa litz bewahre uns ans Ferenstrieb. Fringa litz bewahre uns ans Ferenstrieb. Lorenz Konrad Peters mit Övenham. He could snarky und he wir voll lebend. Lorenz Konrad Peters wucht für all 120er Juren bekannt. Theaterstacken üs Ome Petje üt Amerika, an Liedchen üs Lunzlied hoch erhachten, san von Hamm. Man is hat am Eblut für Fee, man für Hielnot frest um ihn. Jüngtern 129 deta de Tschok Hohenburg Nordfriesland üt. Bern wucht Lorenz Konrad Peters, agetan 105 Tachen dich und Övenam üb Fee. Lorenz Konrad, üb Fee wucht Lonje nehmt, Lonje as de Draht von 8 Jungern. Ja, sind Bösglocken drin, also wurde Leder zu Flensburg, zur Oberrealschool stürt. Sind Mamas Uso stolz über ihn. Auch von seinem Wuchsendring, meint hat Wonner. So wurde er unter Familie vertellt. Dat sind Mam grad wert die Übelei, dat he hochst abseht mit der Bosel. Und da fing he unsere Jansicht ein Serviette hinlangen. Auch eben was Besonderes wie. Was besonders als er was, mit seinem Begowing uns Dachter und Skriver. Auch wann der unat Familie leid. Der dachten an das Schreiben. Der jaft auch öllern, was Melonie Fringers an, was der können. Bitte die Darling da. Takte sind für L.C. Peters wichtig. A Freimaurerloge und Hüssem. Es nennt er 120 intreten und wo er in Februar nennt er 133, wo er Fürsitter von der Husumer Freimaurerloge. Und die Freimaurer werden sozusagen entfindt von der NSDAP. Aber det und Hüsem jetzt nehmen Judenjaft, san a Freimaurers ein Stück Judenersatz für Hüsemer Nazis. Man L.C. Peters hielt auch tor konservative Stahlhelm, an de, weil er Nationalsozialisten halt gleichschalte, an altumal una SA auernem. Blut a Freimaurer L.C. Peters, wels EH. An det bedürt Lonje und ein Brief von der 21. Februar, 1934 tur NSDAP. Ich erkläre auf Ehrenwort, dass ich ein überzeugter, begeisterter Anhänger Adolf Hitlers und der nationalsozialistischen Bewegung bin. Diese Gesinnung bekunde ich nicht nur in jeder Privatunterhaltung, sondern vor allem auch in meiner Tätigkeit als Beamter, nämlich als Studienrat an der hiesigen Theodor-Storm-Schule. Man wird wieder endlich ein Grün, der Zamei Havel. Ja, ich denke, der eigentliche Grund ist, Diktaturen können kein kritische Lüt brücken. Blut Fjauermund Leder, unter jünen Jüngtern 104 döchtig, kommt der NSDAP jen L.C. Peters vor. Da wird M und anderen einen Denkzettel verpassen. Und zwar organisiert der Kreisgeschäftsführer der SA, der Gott, er geht also hin zu ihr Übungsabend und sich komm Welle in Zivil und um Klocktein ungefähr sind ja wir ein Freimaurer. Und dann sammeln sich da auch sehr viele Leute, hauptsächlich SA-Leute in Zivil denn eben, nicht so zu erkennen. Und das schallt dann als spontane Abbegehren gegen das Verholen von der Freimaurer so U10 ist natürlich aber linkt. Ein erschütterndes Dokument, was er dazu aussagt. In der heutigen Nacht, 0.30 Uhr, wurde ich durch einen großen Lärm aus dem Schlafe geschreckt. Große Steine von der Größe eines Kindskopfes
waren durch die Scheiben meines Esszimmers geworfen worden und hatten größere Sachbeschädigung verursacht. Als ich ans Fenster trat, sah ich auf dem gegenüberliegenden Bürgersteig eine laut lärmende Menge. Es wurde gerufen, ich sollte herauskommen. Ich entgegnete mit lauter Stimme durch das zertrümmerte Fenster: Was habe ich denn getan? Leute, nehmt doch Vernunft an. Ihr kennt mich doch alle. Und so weiter. Das ist wirklich erschütternd, das zu lesen. Und als er nun groß in Not ist und auch sagen, was wird ihm und ihm kennen mich doch und was haben ihm denn? Dort duckt dann ab Moll der Kreisleiter Hermann Hansen ab, der ist auch Bürgermeister, und sagt dann, oh ja, das geht ja nicht, so was hier passiert. Kommt sie mal mit, wir nehmen sie in Schutz. Und dann wart er in Schutzhaft nach Rathaus führt. Dort in Rathaus ist je auch liegt hier der Polizeigefängnis. Und wo lang ist Else Peters denn in Schutzhaft wegen? Und dann ist sie 2 Tage, das ist also noch der 20. der Abend, kurz vor Mitternacht wohl. Den nächsten Tag wart er verhört von der Staatspolizei, der ist aus Kiel an Fort gekommen. Und dann, der übernächste Tag, wart er dann wieder Friedlotten, nachdem er eine Ergebenheitsadresse unterschrieben hat. So bleibt Lonje nannt Eures Auer, Assam und Privatleben zu Raktutschirm. Man bald wurde auch als Schulmeister zwangspensioniert. 1942 stirft sein Wiff, 1943 stirft sein Erlerdring Arfst, vermisst bis Stalingrad. An der Nationalsozialisten sei, der Jo, er ersten San, wat rocht wat vor Fresk an der Fresken do. Det men sogar Darling noch Lied. Man wat zu der Werdenskap. Salopp gesagt kann man dazu nur sagen, das ist totaler Quatsch. Die Bemühungen um die friesische Sprache waren in den 20er Jahren enorm groß. Die Nationalsozialisten taten eigentlich alles, um es zurückzudrehen. Friesisch war eine nicht deutsche Sprache, verdiente deshalb keine Förderung. Was sie vielleicht an den oder sicherlich an den Friesen interessierte, das war Folklore, Ausschmücken von nationalsozialistischen Aufmärschen, in dem dort vielleicht auch einige Mädchen in friesischer Tracht zu sehen waren. Die Friesen als Edelgermanen, ja, das passte ins Bild der Nationalsozialisten. Aber ernsthaft für friesische Sprache und Kultur haben sie gerade nichts getan. Was Else Peters noch bleiben als, det as a